Ich habe es Ihnen schon vor 2 Wochen gesagt, dass wir keine Geräte für minimalinvasive Chirurgie benötigen. Ja, Dr. Scheu, aber ich habe nochmal mit meiner Geschäftsleitung gesprochen und wir wären bereit, Ihnen ein sensationelles Angebot zu machen. Haben Sie mich nicht verstanden? Ja, aber es dauert überhaupt nicht lange. Sagen Sie, ich habe keinen Bedarf und keine Lust, darüber zu reden. Entschuldigung, Dr. Scheu, ein Missverständnis. Wir sind verabredet, Herr Klingenberg. Entschuldigen Sie, Herr Kollege, was soll das? Sie wissen, wir haben kein Geld dafür und Sie kennen meine Meinung zu dem Thema. Ich wollte nur vorbereitet sein, wenn unser alter Verwaltungschef zurückkehrt. Er war den fortschrittlichen Techniken gegenüber immer sehr aufgeschlossen. Ob Herr Hansen nach seiner Genesung zurückkehrt, ist wohl zu bezweifeln. Selbst wenn, führt in dieser Angelegenheit kein Weg an mir vorbei. Ja, natürlich. Ohne Chefarzt kann man das gar nicht entscheiden. Und ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie Ihren Hobbys in der Freizeit nachgingen. Herr Klingenberg, die Klammernaht-Spezialisten, die würde ich Ihnen ganz besonders empfehlen. Na, bist du im Stress? Normal. Komm, 5 Minuten habe ich Luft. Im Ernst? Ich nämlich auch. Allerdings nur dienstlich, versteht sich. Ja, ja, klar. Um auch. Ja, ja, dann rufen Sie mich an, wenn die Aufnahme fertig ist. Ja, bis später. Ist ganz schön angestrengt, was? Normal. Ich weiß nicht. Früher warst du viel gelassener bei sowas. Ich meine auch unter Stress. Naja, im Moment ist eben ein bisschen heftig. Dr. Scheu? Ja? Was gibt's? Dr. Scheu. Also der Brennecke spinnt total. Der wird mich am liebsten nur noch mit Putzeimer rumlaufen lassen. Ja, dann beschweren Sie sich bei ihm oder gehen zur Oberschwester? Ja, aber das hab ich schon. Aber Oberschwester Gisela fällt ja auch im Helmut nicht in den Rücken. Wir sollen das miteinander klären. Ja, super. Ich kümmere mich später drum, ja? Das war's, Herr Reimers. Weißt du, wenn ich wenigstens das Gefühl hätte, es gibt hier was. Wir tanzen dir mittlerweile alle auf der Nase rum, oder? Es hat eben jeder so seine Macken. Hm. Aber wenn die Zusammenarbeit im Team erstmal richtig funktioniert und reibungslos klappt, dann wird es auch alles entspannter. Mhm. Ehre ich. Ja. Ja, ja. Ich bin gleich da. Na ja. Immerhin 2 Minuten allein. Ist nicht schlecht für den Anfang. Hey, alles klar? Was ist denn passiert? Nicht hier. Diese undankbare Mischpoke. So könnten Sie nicht arbeiten, Sie bräuchten klare Anweisungen und ich wäre launisch. Jetzt geben Sie mir auch die Mitschuld an Marias Tablettengeschichte. Für die reiße ich mir den Arsch auf. Komm mal hier. Das habe ich doch vorhin genauso gemeint. Die nutzen dich nur aus. Deswegen arbeitest du die ganze Zeit. Deshalb hast du Jonas und mich beinahe vergessen. Hä? Darum geht's doch gar nicht. Ja, ich meine ja nur... Hör auf meinem schlechten Gewissen Jonas gegenüber rumzureiten! Entschuldigung, ich hatte deine Stimme gehört, aber das hat Zeit. Nein, nein, ist in Ordnung. Worum geht's? Ganz toll. Boss, okay. Den könnt ihr haben. Ja, ja. Ich bin gleich da. Na ja. Immerhin 2 Minuten allein. Ist nicht schlecht für den Anfang. Hey, alles klar? Nicht hier. Diese undankbare Mischpoke. So könnten Sie nicht arbeiten, Sie bräuchten klare Anweisungen und ich... Ja, super. Ich kümmere mich später drum, ja? Das war's, Herr Reimers. Weißt du, wenn ich wenigstens das Gefühl hätte, es gibt hier was. Wir tanzen dir mittlerweile alle auf der Nase rum, oder? Es hat eben jeder so seine Macken. Hm. Aber wenn die Zusammenarbeit im Team erstmal richtig funktioniert und reibungslos klappt, dann wird es auch alles entspannter. Mhm. Ehre ich.
Ja. Ich habe es Ihnen schon vor 2 Wochen gesagt, dass wir keine Geräte für minimalinvasive Chirurgie benötigen. Ja, Dr. Scheu, aber ich habe nochmal mit meiner Geschäftsleitung gesprochen und wir wären bereit, Ihnen ein sensationelles Angebot zu machen. Haben Sie mich nicht verstanden? Ja, aber es dauert überhaupt nicht lange. Sagen Sie, ich habe keinen Bedarf und keine Lust, darüber zu reden. Entschuldigung, Dr. Scheu, ein Missverständnis. Wir sind verabredet. Herr Klingenberg. Entschuldigen Sie, Herr Kollege, was soll das? Sie wissen, wir haben kein Geld dafür und Sie kennen meine Meinung zu dem Thema. Ich wollte nur vorbereitet sein, wenn unser alter Verwaltungschef zurückkehrt. Wenn er fertig ist. Ja, bis später. Ganz schön angestrengt, was? Normal. Hey, ich weiß nicht. Früher warst du viel gelassen, aber sowas. Ich meine auch unter Stress. Naja, im Moment ist eben ein bisschen heftig. Dr. Scheu? Ja? Was gibt's? Dr. Scheu. Also der Brennecke spinnt total. Der wird mich am liebsten nur noch mit Putzeimer rumlaufen lassen. Ja, dann beschweren Sie sich bei ihm oder gehen zur Oberschwester. Ja, aber das hab ich schon. Aber Oberschwester Gisela fällt ja auch im Helmut nicht in den Rücken. Wir sollen das miteinander klären. Er war den fortschrittlichen Techniken gegenüber immer sehr aufgeschlossen. Ob Herr Hansen nach seiner Genesung zurückkehrt, ist wohl zu bezweifeln. Selbst wenn, führt in dieser Angelegenheit kein Weg an mir vorbei. Ja, natürlich. Ohne Chefarzt kann man das gar nicht entscheiden. Und ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie Ihren Hobbys in der Freizeit nachgingen. Herr Klingenberg, die Klammernaht-Spezialisten, die würde ich Ihnen ganz besonders empfehlen. Na, bist du im Stress? Normal. 5 Minuten habe ich Luft. Im Ernst? Ich nehme mich auch. Allerdings nur dienstlich, versteht's? Ja, ja, klar. Warum auch? Ja, ja, dann rufen Sie mich an, wenn die auf...